Drop this bass. Okay, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Oh Scheiße, da oben steht eine Hexe. Das ist nicht das Projekt. Aber da steht wirklich gerade eine Hexe am Berg. Auf dem Steinplaneten, den ich letztes Mal hier... Gerade eben stand da noch ein Skelett. Na gut, eine Hexe kann mich nicht runterschmeißen, aber die vergiftet mich. Wenn dann ein Creeper um die Ecke steht, den sehe ich nicht. Egal, wo waren wir? Hallöle, Leute. Nee, das kann ich. Zu... Oh Scheiße, da ist eine Hexe. Okay. Oder was hast du gesagt? Ja, da oben ist eine Hexe auf dem Berg. Nee. Okay, Leute, willkommen zurück zu Minecraft Planet Survive, wieder mit Oho. Ja. Ja. Jetzt möchte ich da runterkommen. Wir suchen ja immer noch einen Dia-Planeten. Vielleicht ist ja hier einer in der Nähe, einfach unter uns irgendwo. Müssen wir gar nicht so weit weglaufen. Ich überlege, ob da vielleicht was drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich da hinkomme. Bitte greif mich nicht an, du Kackviech. Ich rede jetzt nicht mit dir, Oho. Nicht, dass du dich angesprochen fühlst. Dachte schon. Cool, das Vieh ist gestorben. Ich habe jetzt aber keinen Bock da runter. Okay. Miniatur. Dingsplanet schwebt direkt neben einem Steinplanet. Miniatur. Wie heißt das Zeug nochmal? Holz. Ja. Eisen. Toll. Dabei haben wir schon so viel. Ich sollte die vielleicht mal offen lassen. Dann können wir vielleicht sehen, was da drin ist. Hey, ich bin im Schwimmbad. Bitte was? Und jetzt gehe ich durch den Gulli raus. Bitte was? Wenn du meine Aufnahme sehen würdest, würdest du verstehen, was ich hier laber. So, mal gucken, was in einer Woche ist. Kann ich es ja selber sehen. Ach, nur Kohle. Überall ist Kohle nur drin. Jetzt gehe ich darüber. Freust du dich eigentlich schon, dass wir ins Kino gehen? Wir gehen ins Kino? Ja, habe ich doch gesagt. Wir schauen Ice Age 5. Ach so. Ich habe Ice Age 4 nicht geguckt. Musste auch nicht. Oh. Ice Age 4 war meiner Meinung nach der schlechteste Teil. Okay. Ich weiß noch nicht, ob es dann raus ist, aber ich wollte auch in Pets gehen. Pets ist am 27. dann draußen. Bin ich da schon wieder weg? Nee, am 27. bist du nur noch da. Okay. Wolltest du nur herkommen, Hi sagen und wieder abdampfen oder was? Ich darf nur 5 Tage bleiben. Warum? Weil mein Bruder nicht so lange auf die Tiere aufpassen will. Der faule Sack will nicht mal eine Woche aufpassen, oder was? Ja, ist halt nicht so ein Tiermensch, so wie ich. Und Eisen. Wow. Naja. Warum jetzt nur noch 5 Tage? Ja, weil mein Bruder nicht länger aufpassen will. Da reden wir nochmal nach der Aufnahme drüber, okay? Ja. Da kann ich aber auch nicht viel machen. Ja, mal schauen. Wir haben ja immerhin noch 7 Tage Zeit. Auf den Punkt genau. Beziehungsweise, wenn dieses Video rauskommt, werden es nur noch 2 Tage sein, aber... Also. Ich habe hier gerade ein ziemlich gutes Glück. Ich habe hier 5 Steinplaneten direkt nebeneinander. In 2 von denen habe ich bisher reingeschaut. Einer war Kohle, der andere Eisen. Der hier ist...
Lava. Ach du heiliger Mist. Warum kriege ich immer nur so Schrott? Es sind sogar sechs. Hier gar nichts. Es sind sogar sechs Steinplaneten. Andere würden sich mal freuen, wenn sie Eisen oder Kohle finden. Wir sagen, das ist total langweilig. Ja. Hier in dieser Welt ist das was anderes. Ich weiß jetzt schon, was mein zukünftiges Ich sich denkt. Oh, meine Fresse, wieso hast du da Wege lang gebaut? Die muss ich jetzt alle wieder ausbreiten, dass man da nicht runterfliegt. Ach. Naja, wenigstens können wir so mal ein paar Planeten miteinander verbinden. Kohle. Theoretisch gesehen ist Kohle ja die Urform von Diamanten, aber ich will endlich Dias finden. Da zählt Kohle nicht. Ich brauche erstmal. Wäre cool, wenn man Kohle pressen könnte und dann Dias hat. Es gibt sicherlich auch Mods und wir werden sicherlich auch irgendwann mal ein Mod-Projekt spielen. Denk dran, dass wir was Wichtiges machen wollen, wenn du zu Besuch bist. Was denn? Etwas, was mit Mods zu tun hat. Wenn ich da bin? Ach, keine Ahnung. Ich verrat's dir gleich nach der Aufnahme, denn die Zuschauer sollen noch nicht wissen, was wir vorhaben. Okay. Geheimniskrämerei. Kann ich hier durchfallen? Ja, kann ich. Es leckt. Wow. Oh, ich habe gerade meinen Huhn im Garten gehört. Bist du noch da? Ja. Mein Minecraft ist abgestürzt. Hilfe. Du bist aber noch da. Kannst mich mal kicken? Okay. Puh. Okay, ich kann das auch nicht klicken. Oh, jetzt. Hoffentlich falle ich jetzt nicht runter. Nein, ich fall! Stirbst. Verdammt. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade für eine Lache? Da kam nur so ein Haar raus, Alter. Das benutze ich jetzt immer als Running Gag. Ich muss mir nur irgendwie abspeichern. Ach Mann. Meine ganzen Sachen. Das war nicht fair. Darf ich da hinfliegen? Gib mir mal OP. Du hast OP. Warte, habe ich. Wie so ein kleines. Wie so ein Kleinkind in Minecraft. Gib mir OP. Gib mir OP oder ich hack dich. Alter, das war echt nicht fair. Nein, jetzt ertrinke ich. Wo ist denn. Ach, das sind meine Sachen. Und somit hat Oho nun 26 Tode. Ach, genau. Sei doch still. Kohle. Ah. Ich hoffe, einen Fall darunter überlebe ich. Oh, das ist nice. Hier sind zwei Steinplaneten übereinander. Au. Oh, scheiße. Hier ist ein. So weich. Das weiß ich nicht. Ein totes Counter kann ich. Ein Todespositionsbestimmer kann ich hier schlecht reinmachen.
Okay, das war der Zombie. Ah, ich hab's gefunden, wo ich war. Ja, geil. Lava. Sieht echt verwirrend aus mit den ganzen Wegen. Wenigstens wissen wir dann, auf welchem Planeten wir überhaupt schon waren. Nimmst du noch auf oder hast du pausiert? Nee, ich nehme noch auf. Cutte das am besten raus, das kommt nicht gut an. Naja, verstehen das schon. Eigentlich ist es egal. Ich hab's bei mir ja auch hier drin. Eigentlich benimmst ist du. Ist doch nicht so schlimm. Eigentlich benimmst du dich gerade voll wie so ein. Aua, scheiße. Skelett stirbt. Du benimmst dich gerade voll wie so ein Minecraft-Noob, der einfach zu seiner Todesposition zurück will, weil er einfach keinen Bock hat, die ganzen Sachen nochmal zu farmen. Ich hab schon wieder Kohle. Mensch. So. Wohin jetzt? Alter, ist hier viel oder Wasser. Nicht das? Nein. Wir finden einfach nichts. Ach du Scheiße, ich rutsche in den Abgrund. Ich hoffe, jetzt kommt mir nichts entgegen und ballert mich ab. Das wäre mein Untergang. Okay, außer meine Hand, die gerade sozusagen beinahe brennt, weil mein Laptop immer noch kochend heiß ist. Denn gleich hast du schwarze Finger. Nee, ich glaube, die werden erst rot und dann kommt eine Stichflamme. Dann wirst du mich schreien hören und dann wirst du gar nichts mehr hören, weil mein Rechner kaputt ist. Oh, und dann brennt euer Haus ab. Und dann höre ich eh nichts mehr von euch. Ich sag das so, ach, scheiß drauf. Einfach euer Haus abbrennen lassen. Also mich interessiert. Dann kann ich euch gar nicht mehr besuchen kommen, da habe ich keinen Urlaub. Also mach das nicht. Ja, zwei Creeper und ein Zombie. Sie will einfach nur Urlaub haben. Wir reden gleich noch drüber, habe ich ja gesagt. Okay. Da hinten ist noch ein weiterer Sternblatt. Wie komme ich jetzt zurück? Das sind Creeper. Ich hatte auch Creeper. Und eine Hexe. Der hat sich weggesprengt. Denk immer dran. Auch wenn ein Creeper dich wegsprengen kann, wenn er sich sprengt, hast du ein Problem weniger. Wieso? Weil er dann nicht mehr existiert. Er könnte mich mit hochsprengen. Da, die Hexe kommt. Hilfe. Kommt sie hoch? Da kommt sie. Da, Hilfe. Also Hilfe. Bei meiner Hexe konnte ich die ganz leicht kontern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da, geh weg. Oh, die hat mich vergiftet. Also, ich wurde nicht vergiftet bisher. Ich sterbe. Mhm, schön zu wissen. Wieder einmal, das wären dann 27. Ist das Skelett da despawned? Oh, noch ein halbes Leben. Und ich bin nicht mehr vergiftet. Oh, ich muss schon wieder Wasser holen. Ich muss meine andauernde Quelle zum Wasserplaneten machen. Denk dran, wenn wir sterben, landen wir in unseren Betten. Wenigstens etwas. Ich hätte mich vielleicht vorher entleeren sollen, bevor ich mit dem ganzen Zeug hier langlaufe. Das hat sich erst anders angehört. Entleeren. Lol, ich habe mich einmal im Kreis gebaut. Toll, der Creeper ist im Aufzug. Wasseraufzug und dreht sich. Naja,
besser, als wenn er dich angreift. Er ist runtergefallen und ich war schnell hoch. Nein, geht da hoch. Wow. Überlebe ich das, wenn ich hier runterfliege? Auf den Glowstone-Planeten, da könnte ich überleben. Es sind auch keine Monster, da kann ich regenerieren. Wo ist der Ausgang? Da. Drei Herzen. Aber kein Ding. Okay, während ich hier regeneriere, mache ich mir schnell mal ein paar neue Brote. Denn ich habe noch genug Weizen für 6 Brote. Erfolg! Wollen wir schlafen gehen? Jetzt haben wir schon wieder nicht geguckt, wann wir angefangen haben aufzunehmen. Ich habe doch kein Brot. Aber das war nicht so weit. Nee, Bett. Wir sollten... Du hast doch ein Bett. Ja, aber gerade keins mit. Wo bist du denn? Immer noch unterwegs. Oh. Aber jetzt wird es sowieso wieder hell. Ja gut, dann... Oh nee, das Skelett da drüben trägt was auf dem Kopf. Oder liegt das nur an den Ressource-Pack? Egal, ich muss mich darüber bauen. Beziehungsweise baue ich mich erstmal hier zu diesem Glasplaneten. Denn dann komme ich endlich mal an eine unendliche Wasserquelle sozusagen. Hätte das Skelett da hinten eine viel, viel größere Range, könnte es mich locker bis hierher abschießen. Ich habe nur noch 2 Brote. Ich buddel mich mal hier. Ja, toll. Man kann sich auch voll in Glasplaneten reinbuddeln. Hilfe, ich ertrinke. Oder sowas ähnliches. Ja, was denn nun? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre eher ertrunken. Ich bin gerade auf dem Glowstone-Planet und kunde jetzt noch mehr Steinplaneten. Okay, was ist hier drin? Kohle. Wer braucht so ein Mist? Ich nicht. Die Wolken sind schon wieder an. Ich schalte die mal kurz aus. Keine Bewegung. Wo finde ich hier nochmal die Wolken? Keine Bewegung? Darf ich mich nicht bewegen? Nee, du darfst dich nicht bewegen. Nee, wo finde ich denn jetzt die Wolken? Details. Cloudheit. Aus. Clouds. Fancy. Off. Okay. Jetzt sind die Wolken aus. In dieser Welt ist Stein viel rarer als Eisen oder Kohle. Obwohl es hier so viele Steinplaneten gibt. Ja, aber die sind aber nicht mit Stein gefüllt. Nur die Kruste ist aus Stein. Und an den Seiten ist es schwer abzubauen. Also baut man nur von oben ab. Aber Dias sind rar. Ja. Aber sobald man sie gefunden hat, ist sie auch nicht mehr rar.
bis sie aufgebraucht sind. Das dürfte allerdings... Da hat man auf einen Schlag ganz viel. Das dürfte allerdings auch nicht so schnell gehen. Na, also. Wow, das war knapp. Was ist hier drin? Eisen. So viele Steinplaneten. Ich weiß gar nicht mehr, wo überhaupt mein Zuhause ist. Habe ich davon nicht einen Screenshot mal gemacht? Mit den Koordinaten. Ich weiß, wo das ist. Ach so. Aber ich kann dir ja die Koordinaten sagen. Ja, kannst mir gleich sagen, aber jetzt gerade. Oder du läufst einfach die Wege zurück, die du gebaut hast. Das Problem ist, manche davon führen im Kreis. Oh. Wieso? Weil ich mich im Kreis gebaut habe, aus irgendeinem Grund. Warum machst du sowas auch? Du musst linear bauen. Dann kannst du immer zurückfinden. Ist mir auch schnell aufgefallen, aber trotzdem. Na gut, meine Strecken sind an manchen Stellen auch unterbrochen. Na, Kohle. Ich glaube, gleich ist die Folge schon wieder rum. Beziehungsweise haben wir mal wieder überzogen, glaube ich. Oh. Toll, ich komme nicht dran. Kohle. Mann! Lava. Da drüben war nun Steinplanet, den ich gesehen habe. Der hier, an dem geht Wasser vorbei. Nein, 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 nein. Ich wäre beinahe runtergefallen und das alles nur, weil ich mir gerade am Hinterkopf gekratzt habe. Musstest du nachdenken? Ja, weil hier gerade ein Creeper ist. Hilfe! Okay, ich glaube, der sieht mich nicht. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Lust mehr nach Dias zu suchen. Ich baue jetzt mein Haus weiter. Bringt ja alles gar nichts. Ich stelle hier mal Fackeln hin. Nicht, dass, wenn es gleich wieder Nacht wird, hier Monster sind. Ah, Kohle. War ich da drüben schon? Nee, ich glaube nicht. Obwohl. Nee, da ist noch der Zipfel an der Decke. Gut, nur Spinnen und Creeper. Keine Skelette. Ich könnte hier so eine Klingel reinmachen. Mit Redstone. Wir haben ja einen Redstone-Planeten gefunden. Ich muss ihn nur wiederfinden. Aber ich kann ja eben danach gucken. Eine Eisenspitzhacke bauen. Da ist so ein Creeper, der schaut mich so komisch an. Vielleicht mag er dich.
Nee, glaube ich ja nicht. Wow. Das war der Creeper. Das war die Spinne. Gab's von den Viechern nicht zwei auf diesem Planeten? Kohle. Ich glaube, ich gib's auf. Ja, ich glaube, ich gib's auf. Alter, was für ein gigantischer Wasserplanet. Wie macht man einen Noteblock? Braucht man dafür Redstone? Ja. Aber ganz genau wie der geht, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, für Jukebox braucht man nun Dia. Ja, für eine Jukebox braucht man Dia. Eigentlich voll unlogisch. Ich will da drüben nochmal hinschauen. Ich wollte zwar eigentlich nicht mehr, aber ich würde da hinten nochmal unbedingt hinschauen, weil die in meiner Reichweite hier sind. Na gut, sie sind alle in meiner Reichweite. Wenn ich mich zum einen baue, dann ist der andere wieder näher. Und so weiter und so fort. Leg. Ich hab keinen. Ja, mein Computer scheint das zu machen. Verstehe ich aber nicht. Irgendwie geht der noch schlechter. Also ich habe jetzt 22 Megabyte Arbeitsspeicher. Vorher hatte ich 8. Der geht jetzt schlechter als vorher. Aber in den Einstellungen werden die MB. Also nee, auch die, wer ist das? Kommt gerade nicht auf den Namen. Diese Karten, die man einsetzt. SD-Card? Ja, für Arbeitsspeicher. Die werden auch angezeigt. Oh, ich habe mehrere Sticks. Ich glaube, das reicht. Mehrere Sticks, was? Redstone. In dem Moment habe ich einen Redstone-Planeten gefunden. Und ich habe schon mehrere Stacks abgebaut. Okay, hier ist alles dunkel. Lass uns zurückkommen. Ja, ich komme ja schon zurück. Och ne, ich kann nicht zurückkommen. Da blockieren zwei Zombies und ein Skelett im Weg, von denen ich gerade eben komme. Egal, ich würde sagen, hier beende ich erstmal die Folge. Weil wir haben sicherlich schon wieder überzogen. Okay Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich irgendwas mache. Bis dahin, tschüss. Tschüss.